einmal im Leben Sex im Flugzeug haben. Dieser Wunsch steht bei vielen auf der persönlichen Bucketlist. Erlaubt ist das nicht. Wer erwischt wird, macht sich sogar wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses strafbar. Trotzdem ist der Reiz des Verbotenen oft größer und die winzige Bordtoilette wird kurzerhand zur Liebeskabine umfunktioniert. Hier kommen Tipps, wie es mit dem Sex im Flugzeug klappt. Erstens, beeilt euch. Schafft ihr es zu zweit auf die Toilette, habt ihr maximal Zeit für einen Quickie. Zweitens, tragt praktische Kleidung. Es muss schnell gehen. Ist die Luftnummer geplant, tragt am besten einen Rock oder ein Kleid. Drittens, wählt die richtige Stellung. Die Bordtoilette ist winzig und bietet null Platz für sexuelle Experimente. Am besten ihr probiert es im Stehen. Viertens, perfektes Timing ist alles. Wenn vor der Bordtoilette Hochbetrieb herrscht, bleibt bitte sitzen. Ein guter Zeitpunkt ist auf Langstreckenflügen in der Nacht. Da ist das Licht gedämmt und es ist allgemein ruhiger im Flieger. Fünftens, seid diskret. Geht nicht zu zweit auf die Toilette, sondern in Abständen. Seid möglichst leise in der Kabine, dann hört euch auch keiner. Übrigens, falls ihr Sex im Flugzeug hattet, seid ihr im elitären Mile High Club. Hier rutschen alle automatisch rein, die schon mal Geschlechtsverkehr über den Wolken hatten.